Ja, wir hatten immer Kontakt bisher an. Stand er schon so, öfters da. So, nehmen wir mal eine andere Phobe. Andere Phobe. Bad wird wieder ein Grinser. Recall schaut wieder so, wie er schaut. Ja. Und die Sophie hat einen blauen Saal. Bei dir erkennt man es nicht. Sophia schaut aber auch ganz gut. Was? Bin happy. Wow, wow, wow. New, 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 new. Wow. Easy going. Au. Ja, kein Kontakt drinnen hat's geheißen, Badwood. Und du? Ich mach sofort. Kontaktierst du uns hier? Ich such sofort den Kontakt wieder, gell? Naja, er sucht Nähe, Liebe, Zärtlichkeit, easy going, voll umarmen, den Jojo-Effekt. Sophia, was machst du? Die haut mich da runter, die ist Wahnsinn! Alter! Er wird das wieder lustig findet, gell, solche Sachen. Gell, er hat echt eine böse Lache. er ist echt, er wird irgendwann mal so zum Auftragskiller. Wow! Was machst denn du? Absicht, alles so, das ist Planung. Nur für Planung. YouTube. Nein, ich spring vorbei! Nein! Oh yeah! Den. Wow, hab noch... Oh mein Gott, verdammt! Das war nicht so gut. Ich hab gedacht, ich leg noch einen sexy Stunt hin, hat nicht funktioniert. Easy going. Wenn du das Selbstmord begangen, ja, ist ja, klar. Ja, ich steh diesen Sprung immer nie. Das stört dich jetzt beim Motorradfahren. Ah, wie könnt denn ihr schon Mücken haben? Naja, sie hat extra welche zu Hause gelagert, ne? Und wenn, weil sie will, ja, ich möchte wieder in den Sommer zurückhaben und so, dann. Mit Mücken, ja, also. Ich glaube, dass es kein Spinnenbiss ist. Wow! Und tschüss! Wow. Gut, easy going, habe ich erledigt. So, ich verteidige ganz. Nein! Ich verteidige ganz. Nein! Easy going! Ich bin voll am Punkt vorbeigefahren. Da ist auch bin ich letzter. Wow. Wow, das ist Hammer. Richtig böse. Ah, sag mal, ich fahre jetzt überall vorbei. Naja, so muss das laufen hier beim Badwutzen. Beim Badwutzen, weil er dauernd vorbei wutzt. Das ist der Jojo-Effekt. Aber ich verstehe nicht, warum er sich dauernd selbst umbringt. Das Leben ja. Ist doch noch so lebenswert. Du bist doch jung, Badwutzen. Ja, das ist der Jojo-Effekt. Das ist der Jojo-Effekt. Badwutzen. Ja, wenn er meinen richtigen Namen sagt, sage ich auch seinen richtigen Namen, also. Ja. Wow. Das war es ja nicht der richtige Name, ich habe doch nicht Zerkopfen gesagt. Ah ja, stimmt ja. Verdammt. Zarkowski. Meine Freundin Holger und ich Zarkowski. Badwutzki. Ja, so muss das laufen. Badwutz. Wow, den Sprung überlebe ich niemals. Wetten. Oh, wow. Zarkowski. Wow, nicht überlebt. Doch eigentlich überlebt. Hat er doch noch Leben. Bad Wutzen. Ah. Oh. Wow, ich kann fliegen wie ein kleiner geiler Schmetterling, aber in die falsche Richtung. Wo habt ihr einen Vorsprung? Das ist doch der Wahnsinn. Wer ist was? Wer ist zu kranky? Oh, das war blöd. Komm schon. Respawn dich doch. Ach, sag mal, ich triff gar nichts mehr jetzt. Ich fall nur noch hin. Und das war gut. Und das ist tot. Das verreckt ja auch jedes Mal bei der Landung. Kann das hinkommen? Ja. Oder bin ich der Einzige? Ah, da war ein Kackbaum. Oh no. Das ist der Jojo-Effekt. Kackbäume sind überall. Ich springe ja unten einfach mal. Ah, verdammt, ich hätte es fast geschafft. Wow. Überlebt das. Nein, nicht einmal die Landung überlebe ich. Das ist ja Wahnsinn. Keine Kraft in die Oberschenkel.
fall immer wieder vom Motorrad. Das Motorrad hat keine Kraft, um dich zu tragen, macht der Mann. Vielleicht geht's da. Ja, ich mach auf dicke Hose. Weißt du, es ging in die Hose, deshalb, ne? Easy going. Seid ihr schon fertig? Was ist denn mit euch los? Wer ist hier fertig? Recall ist der Einzige, der fertig ist. Oh Gott, ich fall überall. Ich komme nicht mehr zu den Schanzen, weil ich... Was ist denn los? Ich steige einfach vom Motorrad und geh weg. Echt ein Vogel. Na komm hoch hier. Komm schon, hoch hier. Komm schon. Yo, man. Easy going. Wow. Ich bin gleich im Ziel. Gleich bin ich im Ziel. Easy going. Yeah. Aber wenn ich falsche immer vor den Schanzen ins Wasser. Dass ich auf der Schanze wieder spawne. Dass du weißt, was dir passiert, wenn du die Schanze nimmst, ne? Bad Wutzen. Ich beende das Rennen wahrscheinlich nicht mal. Und bleibe trotzdem wow. Souverän, dritter Platz. Oh, jetzt geht's hier runter. So, jetzt ist es vorbei, oder? Ja. Bye, bye. Oh, ich war jetzt bei jedem Rennen, glaube ich, Zweiter. Also einmal nicht. Einmal war ich Dritter. Einmal nicht, da war ich Zweiter. Sonst war ich immer Dritter. Oder, nee, jetzt habe ich nicht beendet. Gut. Jetzt war ich nicht mehr Dritter, jetzt habe ich nicht beendet. Oh, yeah. Mir auch. Ich muss nicht immer gewinnen. Deswegen gewinne ich auch nie, sonst wäre es langweilig. Ja, das wissen wir. Das wissen wir. Aber sie so, mir macht es trotzdem Spaß und ist die Einzige, die den Daumen nach unten gibt, ne? Mir macht es trotzdem Spaß. Gib Daumen nach unten. Wow. Ach, es ist noch ein Rennen. Ich dachte, das war schon. Jo. Das pfeift mein Ohr schon wieder. Ich glaube, ich krieg Tinnitus. Nee, kein GTA-Rennen. Wir machen kein GTA-Rennen mehr. Nein. Offizielles, ich habe jetzt offizielles GTA-Rennen-Verbot bekommen, wenn Recall dabei ist. Ja, sonst kriegst du einen Platzverweis. Easy going, easy going. Bedford ist immer so glücklich. Er freut sich immer so. Er ist immer so happy. Oh, sie sieht immer noch aus wie ein Gesicht. Psychopath. Mit seinem Walter White Körper na, Anzug. Was? Ja. Achso. Wow. Nee. Dun, dun, dun. Is it going? Yeah. Schnell weg, weg, weg. Appa. Siehst du? Er wird gleich zum Psycho. Wenn er nicht Erster wird. Okay. Das ist Wahnsinn. Aber ihr fahrt doch alle das gleiche Auto. Warum seid ihr denn immer schneller? Das kann doch nicht sein. Wow. Ja, das ist wieder ein Zockkopf, seine Klanzstrecke, wo er gar nicht mal bremst, wenn er dort in die Kurven schießt und so weiter. Doch, einmal muss man kurz. Ja, Zockkopf kommt da echt immer perfekt durch. Nicht immer. Klaus Daller. Alles, ich wollte jetzt sagen, Zockkopf, alles, was ein Spieler braucht. Wow, wow, wir machen hier Werbung, easy going. Ich hoffe, dann passt es wenigstens nächstes Mal am Bankkonto-Dingens da, ne? Ja, wie läuft's mit Red Bull? Ja, zahlen gut. Schon, oder? Nächstes Monat kaufe ich mir PlayStation 5. Ja, habe ich mir schon reserviert. Ja. Ich dachte schon die Xbox 2 oder so.
Nee, nee. Nee, ich habe nicht mal die Xbox One, also. Zahlt sich nicht aus, ne? Wenn dann. Bräuchte ich erst One und dann eben Two, ne? Easy going, you. Ja, ja, sicher. Vielleicht heißt aber er hat gesagt, nächstes Jahr, wenn ich die Xbox 10 haben will, soll ich einmal anrufen, genügt. Ein Anruf genügt man da. Jetzt reden wir von wem. Wem meine ich denn damit, ne? Wem meine ich denn? Badwoods natürlich. Ihr wusstet es ja noch alle gar nicht. Verdammt, ich hab's voll verkackt. Aber der Badwood ist der Erfinder der Xbox 10. Ja, ja, und der Zocker von der PS. Die hat so ein Special-Tool-Dingens da, ne? Das ist so Schweizer Xbox-Ding. Also da ist ein Hammer drin, da ist eine Säge drin. Also der hat da alles drin, ne? Also, weil seine Xbox 360 funktioniert irgendwann, also ist passiert, ne? Witzige Geschichte, wusstet ihr noch gar nicht. Nicht zu vergessen, dann die Boom Edition, die rauskommt, oder? Ich meine, ja, er kann sogar VHS-Kassetten auf der Xbox abspielen, so ist es ja nicht, ne? Ja, und Schallplatten, Vinyl-Schallplatten nicht vergessen. Ja, klar, das sehe ich ja, easy going, was er alles kann mit seiner Xbox. Darum auch Xbox 10, ja, die kann alles. Falsches Jahr, genau, er ist ja im falschen Jahr geboren worden. Stimmt, er hatte gar keine mehr, oder? Ich hatte so eine Batman-Schallplatte. Batman! Ich hatte ja eine Menge Schallplatten damals noch. Also nicht ich, sondern meine Mom hatte, oder meine Schwester waren das, glaube ich, ja. Irgendwie so. Wir haben es nur gehört bei uns. Ah gut, ich habe es auch von meiner Schwester übernommen. Wir hatten aber viele. Und dann kam irgendwann der erste Walkman. Ja, yeah, Mann. Wow, ja, ich hatte nur eine Kassette, auf der habe ich immer wieder, die habe ich immer wieder überspielt. Und irgendwann mal so, wenn das Lied ruhig war, wenn jetzt kein Lied kommen ist, sondern der Wechsel zum nächsten Lied oder so, habe ich noch das vorherige Lied gehört, so ganz leise, was davor noch so drauf war, ne? Nicht zu vergessen, die Kassettenrekorder, wo Radio dran war und du aufnehmen konntest noch was vom Radio. Das heißt, wenn dein Lieblingslied im Radio kam, konntest du es auf die Kassette aufnehmen. Ja, ja, das habe ich auch des Öfteren gemacht. Und ja, das war noch keine Raubkopie damals. War schon cool, ne? Wie alt sind wir, ne? Ja, echt, jetzt kommt's raus. Jetzt kommt's raus. Verdammt. Tja, geändert hat sich nichts mehr. Recall gewinnt trotzdem. Zock auf Platz auf den zweiten Platz. Ja, stimmt. Und das ohne Desal. Ja, Sophie hat 10 Punkte gemacht. Gott, jetzt bin ich von meinem eigenen Controller-Vibration erschrocken. Oh, wow, was ist das? Wow, aber Bett wurde schalt, ne? Also, das ist... Oh mein Gott. Das ist richtig Hightech für ihn, ne? Wenn so ein Controller vibriert, ne? Also, das ist so wie, keine Ahnung. Gebt eurer Oma ein Smartphone in die Hand, ne? Hat der PS1-Controller schon vibriert? Gute Frage jetzt eigentlich nicht, gell? Nee, hat er gar nicht. Erster Zweier, ja. Also nicht. Ich werde gerade abgeknallt. Ja, war so klar. So wirst du abgeknallt, ich bin noch im Ladebildschirm. Ja, Recall hat mich abgeknallt. Im Ladebildschirm. Nee, ich bin nicht im Ladebildschirm. Wir hatten gesagt, dass ich im Ladebildschirm bin. Ich habe nie behauptet, stimmt, du hast ja die Xbox 10, die hat keinen Ladebildschirm mehr. Ja, gell? Die Xbox 10 hat einen Hammer einbaut, aber kein... Wow! Jetzt rennt er weg. Jo, das war jetzt die Spieleliste. Jo, das war echt cool. Ja, wir haben über alte Zeiten gequatscht, ne? Genau. Badwood ist der Erfinder von der Xbox 10. Right, da haben wir viele neue Sachen rausgefunden. Nächstes Monat PS5. Genau. Also Leute, und macht's tschüss. Gut. Ciao. Haut rein!
Abonniert ihn niemals auf Instagram. Tschüss. Ciao.